Huhu Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play League of Legends. Heute von außerhalb des Ladebildschirms, da komischerweise das Spiel nur noch mit 5 Framepoints gelaufen ist, wenn ich die Aufnahme schon im Ladebildschirm gestartet habe. Darum starte ich einfach jetzt mal. Jetzt läuft es mit 30. Da sollte es eigentlich einigermaßen flüssig laufen, aber nichtsdestotrotz gucken wir uns erstmal die Teams an. Bei uns im Team haben wir Vayne, Ahri, das bin ich, Fiora, Jax als Jungler und Udyr. Aber ich sehe gerade, wir müssen erstmal wieder hier eine Seite ausmachen. Das heißt, wir gucken uns nur die blaue Seite an. So. Und im Gegnerteam, was haben wir da? Ashe, Udyr als Jungler, Anivia, Blitzcrank und Lee Sin. Ja, dass Ahri jetzt kommt, das machen wir mal aus. Eigentlich keine große Verwunderung. Die hatte ich ja bereits schon vor einiger Zeit angekündigt. Leider war ja was mit dem Replay kaputt und ich musste jetzt hier ein neues Spiel aufnehmen. Das ist es jetzt hier. Ich war übrigens mit unserem Jax Premade, allerdings ohne Teamspeak oder sowas und einfach nur so ein bisschen zusammengezockt. Und die anderen drei waren random. Naja, direkt mal zum Itembild. Ganz schnell am Anfang. Ich starte hier meistens mit Ahri immer mit einem Ward, Heiltränken und halt dann je nach Gegner, da ich in der Mitte wahrscheinlich auf Anivia treffen werde und da natürlich versuche, ihren Stun auszuweichen, habe ich jetzt hier mit Schuhen angefangen. Sonst bei anderen Champions fange ich ab und zu mal mit diesem Crystalline Flask an, falls die einen großen Poke haben oder sowas und ich da ein bisschen Schiss haben muss. Ähnlich wie in dem Nidalee-Video, wo ich gegen LeBlanc gespielt habe, da habe ich auch damit angefangen. Von daher ist das normalerweise mein Standard-Item mit Ahri, aber in diesem Fall jetzt hier wegen Anivia die Schuhe. Naja, natürlich habe ich euch, bevor die Action anfängt, auch wieder ein paar Sachen zu Ahri rausgesucht. Und zwar wurde sie inspiriert von einer mythologischen Figur aus Ostasien, nämlich dem neunschwänzigen Fuchs. Ich meine, so ist ja auch Ahris Untertitel, sage ich mal. Wir klauen hier übrigens gerade den Gegnern ihren Red Buff. Ahris Untertitel, die heißt ja Ahri, der neunschwänzige Fuchs oder irgendwie sowas. Und wir sehen es ja auch, dass sie 9 Fuchsschwänze hat. Und es stammt, wie gesagt, aus ostasiatischer Mythologie. Sehr viele Länder dort in Asien haben irgendwie irgendwelche Legenden. Ja, da habe ich schon direkt nicht geschafft, dem Stun auszuweichen. Irgendwelche Legenden über diesen neunschwänzigen Fuchs. Und da frage ich mich, wer zum Teufel ist auf die Idee gekommen? Wer denkt sich neunschwänzigen Fuchs aus? Was hat das für einen Sinn? Ich meine, was soll man mit 9 Fuchsschwänzen? So viele Mantas kann man gar nicht haben, ja? Also irgendwie macht das für mich keinen Sinn. Naja. Egal. Und eine kleine witzige Sache noch zu Ahri, die ich noch rausgesucht habe. Und zwar hieß der Passive von Ahri. Da wurde ich gerade zwar wieder vom Stun getroffen, allerdings hat dann auch mein Charm gesessen. Ich laufe jetzt hier gerade ein bisschen Richtung Norden, weil ich hier einen Udyr in unserem Jungle gesehen habe. Da ist er auch. Jetzt muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht fangen lasse, denn er läuft wahrscheinlich ein bisschen schneller. Die Anivia schafft da auch, ihren Stun auf mich drauf zu kriegen. Da muss ich wegflashen. Allerdings kommt der Udyr total schnell angerannt. Wird dann zum Glück von unserem Jax gestunt. Und ich hau da noch einen Charm und auch einen, wie heißt das Skill überhaupt? Orb of Deception drauf. Hat auch ziemlich viel Schaden gemacht, sodass Udyr sich jetzt direkt zurückzieht. Trotzdem musste ich da leider meinen Flash nutzen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, aber egal. Ich bin wieder fast voll und Anivia ist auf der Hälfte. Von daher sieht es momentan für mich gar nicht so schlecht aus, auch wenn ich bisher die Pokes eigentlich immer gegen Anivia verloren habe. Naja. Eine witzige Sache zur Passiven von Ahri, die ich euch gleich auch noch im Detail erklären werde. Die heißt Essence Theft. Das heißt sowas wie Essence Dieb oder sowas. Und im Original, also ursprünglich, da konnte ich es zum Glück mal ausweichen. Ihr seht, die Anivia versucht immer möglichst ihren Stun in meine Laufrichtung bzw. in meine Fluchtrichtung zu werfen. Die weiß natürlich, wenn sie mich angreift, will ich natürlich zu meinem Tower zurück. Und darum wirft sie auch immer richtig schön schon in Richtung meines Towers, sodass ich da reinlaufe. Daher habe ich es auch bisher jetzt immer versucht, dann nach oben wegzulaufen, also in ihre Richtung. Denn ohne den Stun kann sie mir sowieso nicht so viel tun. Von daher kann ich es mir ruhig erlauben, da ein bisschen in ihre Richtung zu laufen, wenn ich dafür dem Stun umgehe. Leider ist mir das nicht immer ganz gelungen jetzt bisher. Sie hat mich größtenteils eigentlich immer getroffen. Naja, und ursprünglich hieß diese Passive auf jeden Fall Soul Eater.
Und, da kommt jetzt der Udi von unten. Darum muss ich jetzt auch hier nach oben weglaufen. Ihr seht darum auch der Ward hier im oberen Gebüsch, dass ich zumindest weiß, dass von oben nichts kommt und ich zur Not dann nach oben weglaufen kann. Darum halte ich mich auch meistens immer in der oberen Hälfte auf. Und wenn ihr euch ein bisschen mit den Skills aus League of Legends auskennt, dann werdet ihr merken, dass Soul Eater eigentlich schon vergeben ist, der Name. Oh, hier unten rennt gerade unser Jax vor dem Udi weg. Der Udi hat nämlich noch viel mehr Lebenspunkte. Die Anivia ging da auch direkt hin, um zu helfen. Wir wissen jetzt natürlich, dass die unten im Gebüsch sind. Der ist der Lee Sin disconnected. Dass Nasus eine Passive mit dem gleichen Skill hat, mit dem gleichen Namen. Das heißt, Nasus hat bereits die Passive im Soul Eater. Und das ist denen aber erst viel zu spät aufgefallen, den von Riot, und haben sie es dann erst im Nachhinein umbenannt in Essence Theft. Und das Witzige ist, im Ahri Champion Spotlight nennt Freak den Skill sogar wirklich noch fälschlicherweise Soul Eater. Da müsst ihr mal drauf achten. Guckt euch das Champion Spotlight am besten nochmal an. Da sagt Freak tatsächlich noch Soul Eater zu der Passiven, was natürlich falsch ist, da der Skill eigentlich Essence Theft heißt. Anivia irgendwie außergewöhnlich aggressiv, da habe ich zum Glück geschafft, ihrem Stun zu entgehen. Solange der Stun nicht trifft und ich somit den Frost-Debuff nicht drauf habe, kann mir Anivia eigentlich nicht so viel tun. Ab Level 6 könnte sie den Debuff natürlich auch mit ihrer Ulti auf mich bringen, aber ihr seht, solange der Stun nicht trifft, macht sie auch gar nichts mehr groß. Dafür kann ich jetzt hier zurückschlagen und krieg sie da sogar auch fast getötet. Vielleicht mit einem Flash und einem Ignite hätte ich da sogar den Kill bekommen. Aber Anivia hat natürlich noch ihr Ei. Und ich bin jetzt auf dem jetzigen Level nicht stark genug, vor allem nicht mit so wenig Mana, alleine ihr Ei zu töten. Von daher wäre sie dann auf jeden Fall wiedergekommen. Und darum warte ich für sowas eigentlich meistens immer auf den Jungler. Jetzt kam allerdings da der Stun von Anivia durch. Ich habe dann noch meinen Orb of Deception einmal zumindest auf sie drauf gekriegt. Und jetzt kommt hier auch mein Jungler, um zu helfen. Aber allerdings mit so low, wie die Anivia war, wird sie sich jetzt wahrscheinlich zurückziehen. Wir können einfach mal heimlich gucken. Ja, sie geht gerade zurück in die Base. Ups, falsche Richtung. So rum. Und wird jetzt hier regenerieren und wahrscheinlich einkaufen. Das heißt, ich werde das auch gleich machen, damit ich nicht hinterher hinke hinter Anivia. Ein bisschen erstmal die Minions pushen und dann geht's für mich auch zurück. Naja, und eine kleine Sache noch, im Original Splash Art, also wirklich im allerersten Splash Art von Ahri, hatte Ahri noch keine Ohren. Also diese katzenartigen Ohren, die sie hier so auf dem Kopf hat, was ja so typisch Anime, Japan-mäßig ist, hatte sie im Original Splash Art nicht, die wurden auch erst im Nachhinein hinzugefügt. Naja. So, haben wir das durch? Kommen wir zu den Skills, die jetzt wahrscheinlich wieder das komplette Spiel überdauern. ich versuch's aber schnell zu machen. Essence Theft, haben wir bereits schon ein paar Mal drüber gesprochen. Immer wenn ich mit irgendeiner meiner Skills einen Gegner treffe, kriege ich eine Aufladung. Und, jetzt kommt der Jax da zum Ganken, hat er auch seinen Stun bereits. Stunt er jetzt auch die Anivia. Ich muss mich in Reichweite laufen, um meinen Charm zu treffen. Da hat der Charm auch getroffen. Da kam jetzt auch dann der Kill an der Anivia, das Ei kommt raus, leider in Tower-Reichweite, darum muss der Jax sich jetzt auch zurückziehen. Ich habe da extra jetzt noch meinen Ignite gezündet, einfach um da den Kill auch auf jeden Fall zu kriegen und sich die Anivia nicht zurückziehen kann, indem sie, wenn sie aus dem Ei kommt, nicht eventuell stunt. Und dann haben wir es so auch geschafft, zusammen den Kill zu kriegen. Ich musste mich da erstmal ein bisschen freilaufen, denn der Charm, mein E, wird von Minions leider geblockt. Das heißt, ihr habt es gesehen, ich musste erst um die Minions rumlaufen und um dann erst wirklich freie Schussbahn auf die Anivia zu haben und konnte dann erst meinen Charm setzen. Und das hat sie dann auch getroffen, leider in Tower-Reichweite. Und da wäre fast noch mein Jax draufgegangen. Aber egal, es hat ja geklappt. Jetzt kriege ich hier auch den Blue-Buff, damit ich meinen Vorsprung, den ich jetzt somit auf Anivia habe, noch ein bisschen weiter ausbauen kann. Indem mir mein Mana nicht so schnell alle geht, was ja auch nicht schlecht ist, gerade weil wir uns ja hier in der Mitte schon ganz schön immer geben. Also wenn Anivia den Stun trifft, dann will sie... Oh, da bin ich schön reingelaufen, das war natürlich blöd von mir. Da weicht sie meinem Charm aus, trotzdem meine Foxfires fliegen dann noch hinterher, machen nicht so viel Schaden, da sie noch auf Level 1 sind. Mein Orb leider ganz knapp außer Reichweite und da ging der Poke dann leider zugunsten für Anivia aus. Und ihr seht, wie bereits angesprochen, geben wir uns hier ganz schön in der Mitte. Da lässt eigentlich keiner den anderen groß leben und daher ist es natürlich für mich ziemlich wichtig, auch genug Mana zu haben. Wieder den Charm daneben gesetzt, meine Foxfires treffen allerdings Anivia, leider falsche Kombo gemacht. Sie hat erst ihren Eispfeil auf mich geschossen und, das war doof von mir, da hätte ich mich nicht so weit vorwagen sollen.
Da hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie schon wieder alles vom Cooldown runter hat. Wobei die Cooldowns von Anivia relativ gering sind. Von daher war das wirklich meine eigene Schuld. Sie hatte trotzdem in dem Kampf davor ihre Combo in der falschen Reihenfolge gemacht. Sie hatte erst ihren Eispfeil geschmissen, als ich noch keinen Frost-Debuff drauf hatte. Jetzt kommt allerdings der Jax, flasht sich extra, hat seinen Stun ready, springt über den Stun von der Anivia drüber und haut die dann auch ohne Probleme klein. Leider kein Assist mehr für mich. Trotzdem ein Kill für unser Team, für unseren Jax. Ist natürlich nicht schlecht, wenn Jax gefeedet ist. Darum Top-Sache, dass er da einen Kill gekriegt hat. Ich bin mittlerweile wieder am Leben. Und habe immer noch nicht die Passive fertig. Also, immer wenn ich mit einem Skill einen Gegner treffe, egal ob Minion oder Champion, kriege ich eine Aufladung. Dabei kann jeder meiner Skills maximal 3 Aufladungen erzeugen. Also das heißt, wenn ich mit einem Skill 3 Gegner treffe, kriege ich auch 3 Aufladungen. Wenn ich allerdings mit meinem Skill 4 Gegnern treffe, kriege ich trotzdem nur 3 Aufladungen. Das heißt, ich kann maximal pro Skill 3 Aufladungen kriegen, je nachdem, wie viele Gegner ich treffe. Es kann aber auch nur jeder Gegner eine Aufladung geben. Also wenn ich einen Gegner mit einer Attacke mehrmals treffe, dann gibt er trotzdem, glaube ich, nur eine Aufladung. Und sobald ich 9 Aufladungen erreicht habe, was ich theoretisch mit einem Skill machen könnte, ach nee, gar nicht, mit 3 Skills sozusagen, aber mit einer Ulti, das werde ich euch gleich noch erklären. Da wurde ich jetzt gestunt, da wollte ich hier unten helfen, da hier unten sehr viele Gegner sind, habe da allerdings ein bisschen Bockmist gebaut, dass ich mich da so mehrmals habe fangen lassen, der Udyr jetzt hier hinter mir her. Ich versuche noch so viel Schaden zu machen, wie es geht. Da sollte eventuell der Tower sogar den Kill kriegen. Sehr schön, das war ein Kill für mich, auch wenn ich da gestorben bin. War auch wieder meine Schuld, dass ich da drauf gegangen bin. Jetzt allerdings 2 Leute von uns hier hinter dem Blitzcrank her. Sollten die eigentlich kriegen, die... jetzt allerdings der Exhaust auf der Vayne. Die bleibt da stehen, was natürlich ein bisschen blöd war. Aber Jax springt da noch hinterher und kriegt den Kill. War zwar ein KS, aber egal. Das war eigentlich eher ein Kill-Safe, denn der war da schon fast wieder in Sicherheit hinter seinem Turm. Und die Vayne konnte da nicht Ewigkeiten im Tower stehen, da sie auch halb tot war. Von daher war das schon in Ordnung. Naja, auf jeden Fall, wenn ich 9 Aufladungen habe, fängt meine Kugel, die ich in der Hand habe, an grün zu leuchten. Und meine nächste Attacke hat dann 35% Spellvamp. Das heißt, Ahri hat eigentlich einen ganz guten Sustain in der Lane. Jetzt ist leider in der Mitte mein Tower kaputt gegangen, da die Anivia das voll ausgenutzt hat, dass ich zwischenzeitlich auf einer anderen Lane war, da gegankt habe und auch noch gestorben bin. Somit ist jetzt mein Tower leider gefallen. Allerdings hier der Jax hinter der Anivia her. Die Anivia haut da irgendwie nicht ab, obwohl sie sieht, dass da 2 Leute von uns kommen. Da hat mein Charme getroffen und es dürfte jetzt auch ohne Probleme da der Kill sein. Jax hat den Kill gekriegt, ich auf jeden Fall einen Assist. Von daher super gelaufen, sodass die Anivia nicht weiter nach Norden abgehauen ist. Verstehe ich nicht ganz. Sie ist eigentlich noch nach Süden in Richtung von Fiora und mir gerannt. Naja. Auf jeden Fall 35% Spellvamp bekommen wir. Dann unser Q-Orb of Deception, auch der Skill, den ich als allererstes durchskille. Schießt im Prinzip einen... Ups, jetzt habe ich Q gedrückt, toll. Ich wollte einfach mal den Skill auslösen. Aber wir sind ja hier im Spectator-Mode, da macht man ja mit Q irgendwelche anderen Sachen. Da springe ich nämlich zu der gegnerischen Ash. Aber egal, die Fiora und ich hauen jetzt hier einfach dreist den Tower kaputt. Und versuchen jetzt hier noch so viel Schaden zu machen, wie es geht. Mein Orb hat leider nur auf dem Hinweg getroffen. Der Udyr hier hinter der Fiora her hat da gerade eine Attacke abgehalten. Aber konnte da leider noch den Kill kriegen. Ich habe noch meinen Ignite gezündet. Hat allerdings insgesamt nicht genug Schaden gemacht. Ich habe auch nicht mehr so viel Mana. Konnte da nicht alles raushauen, was möglich war. Ich habe alles versucht. Leider ist die Fiora draufgegangen. Aber ich habe den Kill auch noch gekriegt. Von daher ist das da gerade 1:1 ausgegangen. Ist also noch in Ordnung da. Ein kleiner Poke gegen die Anivia. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht stunnen lasse. Da kam allerdings jetzt die Wand von Anivia jetzt in der richtigen Reihenfolge. Erst die Ulti für den Frost-Debuff, dann der Eisfall. Hat ziemlich viel Schaden an mir gemacht, aber ich hätte wieder einen Spellvamp mit meiner nächsten Attacke und könnte mich somit wieder ein kleines bisschen heilen. Das Witzige ist übrigens auch bei diesem Skill, wenn ich mit meiner nächsten Attacke, die also Spellvamp macht, keinen Gegner treffe, dann verbraucht sich das nicht. Also das macht wirklich nur Spellvamp und verbraucht sich diese neuen Aufladungen, wenn ich auch wirklich einen Gegner treffe. Wenn da also keiner ist, kann ich also meine Skills rumschmeißen. Solange ich nichts treffe, hat es auch kein Spellvamp. Das heißt, wenn ihr euch wirklich mit diesem Skill heilen wollt, schmeißt am besten euren Skill, der am meisten Schaden macht, also den Orb of Deception, durch so viele Gegner durch, wie es geht, damit ihr euch auch möglichst viel heilt. Denn das ist auch das Besondere an Orb of Deception. Der Spellvamp ist sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg kann da Spellvamp gemacht werden. Auch wenn der Rückweg eigentlich True Damage ist, bekommen wir trotzdem Spellvamp durch diesen Skill.
auch wenn das ja gar kein magischer Schaden ist eigentlich, sondern True Damage. Da war ich ja eigentlich auch gerade, wie gesagt, das ist ein Skillshot, der einfach nach vorne fliegt. Meine Kugel schicke ich dann nach vorne, vergleichbar mit Ezreals Mystic Shot. Macht auf dem Hinweg Magieschaden, durchdringt auch alle Gegner, das heißt, wird nicht aufgehalten wie Ezreals Mystic Shot. Und fliegt danach wieder zurück und auf dem Hinweg macht es nochmal Schaden, da allerdings True Damage. Jetzt hier unten wieder von mir, der gankt leider volle Kanne meine beiden Skillshots, den Charm und das Orb of Deception daneben geschmissen. Aber unsere Fiora konnte jetzt den Kill an... den Blitzschwenk holen und ich an der Ash, da hat die Ash leider ein bisschen zu lange überlebt, da ich alle meine Skills daneben geschmissen habe, so konnte sie noch genug Schaden an der Fiora machen, um da den Kill zu kriegen. Hätte ich meine Skillshots vielleicht ein bisschen besser getroffen, wäre die Ash vielleicht früher gestorben. Trotzdem war das da eine schwierige Sache, da auch wieder so viele Minions waren. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich den Charme nicht in die Minions reinwichse. Und das heißt, ich muss da oft wirklich aus ziemlich komischen Winkeln durch Minions durchsnipern. Und da geht natürlich öfter mal so ein Skillshot daneben. Bei meinem Q ist es egal, denn der fliegt ja wie gesagt durch alle durch. Auf dem Hinweg, wie gesagt, Magieschaden. Auf dem Rückweg absoluten Schaden. Und jetzt gucken wir mal hier oben, na, unser Udyr wird da drauf gehen, hat dann noch sein Flash benutzt, aber der gegnerische Udyr dürfte mir eigentlich nicht davon kommen. Ich habe eigentlich alles gezündet, mein Charm ist zwar daneben gegangen, aber egal, meine Foxfires fliegen ja noch hinterher und dann auch mein Q, dann war das kein Problem. Und da habt ihr auch direkt eine Besonderheit der Foxfires gesehen. Das ist der W-Skill, das ist der Skill, den ich als zweites durchskill. Wenn ich den aktiviere, erscheinen um mich rum sofort drei kleine Feuer, die sich automatisch ein Ziel suchen und dann auf diesen Gegner zufliegen. Sie priorisieren Champions, das heißt, wenn ein Champion in der Nähe ist, versuchen die natürlich zum Champion zu fliegen. Wenn Minions in der Nähe sind, versuchen sie zum Minion zu fliegen. Und das ist eine Besonderheit, die wir gerade gesehen haben, dass die suchen sich zwar automatisch Gegner, können allerdings keine Gegner anvisieren, die ich nicht sehe. Ich hatte zwar gerade, als ich hier auf das Gebüsch zugelaufen bin, meine Foxfires aktiviert, allerdings sind sie nicht losgeflogen, solange der Udyr im Gebüsch war, weil ich den nicht sehen konnte. Das heißt, die können nur auf sichtbare Gegner fliegen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr die Foxfires nicht aktivieren sollt, wenn ihr im Gebüsch lauft, denn sobald ihr im Gebüsch seid, könnt ihr den Gegner ja wieder sehen. Und es kann ja auch sein, dass der Gegner, während ihr auf das Gebüsch zulauft, aus dem Gebüsch wieder rausläuft und dann fliegen die Foxfires natürlich auf jeden Fall auch auf den Gegner zu. Von daher trotzdem, auch wenn es nichts bringt, dass die Foxfires, wenn ihr den Gegner nicht seht, trotzdem aktivieren, denn irgendwann kommt er natürlich und ihr kommt ins Reichweite und dann fliegen sie direkt los. So, was habe ich noch zu den Foxfires zu sagen? Eine Sache, die hatte ich mir extra aufgeschrieben. Die Foxfires können zwar keinen Gegner anvisieren, der außer Sicht ist, allerdings sobald die Gegner einmal, die Foxfires einmal einen Gegner anvisiert haben und auf den zufliegen, dann treffen sie selbst, wenn der Gegner außer Reichweite rennt. Der Jax macht hier gerade ein Go auf die Anivia, kriegt auch seinen Stun durch. Ich muss wieder aufpassen, die Anivia sehr gut, passt da auch auf, dass sie außerhalb meiner Reichweite für das Charm ist, rennt da schön um die Minions rum, sodass ich meinen Charm nicht treffen konnte. Allerdings durch meinen Spirit Rush kam ich dann noch hinterher, hab da auch genug Schaden gemacht, zusammen mit der Hilfe von Jax habe ich dann noch den Kill gekriegt und bin unstoppable. Naja, wie gesagt, selbst wenn der Gegner außer Reichweite rennt, treffen die Foxfires trotzdem, wenn sie sich einmal auf einen Gegner fixiert haben, sozusagen. Und ja, von daher kann der Gegner dann ruhig wegrennen. Das bringt nichts. Ich tank jetzt hier ein paar Hits vom Tower, einfach damit wir den Tower kriegen. Ich will hier natürlich Rache für meinen Tower. Anivia hat meinen Turm als allererstes gepusht. Allerdings habe ich jetzt hier schon zwei von Anivia. Das ist jetzt hier meine Rache dafür, dass sie gerade so dreist war, mir einfach meinen Turm so schnell wegzupushen. Naja, muss auch mal sein. Eine Sache übrigens noch zum Orb of Deception. Oh, da kommt der. Die sind von hinten, trifft mich sogar auch, wird mich wahrscheinlich gleich anchargen. Da hat jetzt auch mein Charm getroffen, allerdings sind da zu viele Gegner. Wir machen da sau viel Schaden. Amis sind trotzdem, muss ich da jetzt irgendwie weg. Ja, da hätte ich vielleicht. Na, ich hatte alles auf Cooldown. Hätte ich noch bleiben können und vielleicht auch den Lee Sin dann treffen. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, denn der Udyr will hier natürlich an unsere Vayne. Ich habe den da jetzt extra gecharmt, einfach damit unsere Vayne dann noch weg kann. Jetzt kommen allerdings von überall die Gegner. Die Vayne hat da den Stun auf den Udyr getroffen. Ich will noch nicht ganz weg, einfach um den Udyr ein bisschen mit meinem Charme außerhalb des Spiels zu halten. Ich lenke ihn hier jetzt, wie ihr seht, auch von der Vayne ab, einfach damit die Vayne noch ein paar
Schritte vom Udyr weggehen kann. Allerdings will sie eigentlich kämpfen, so wie es aussieht. Lockt da auch den Udyr ins Gebüsch. Die Anivia Flash hinter mir, hat da den Kill gesehen, hat mir auch eine Wand entgegengesetzt. Allerdings kam dann mein Charme und auch ebenfalls ein Flash und so kam ich da außerhalb der Reichweite von der Anivia. Es war jetzt wirklich knapp an zwei Stellen, sowohl bei der Vayne gegen den Udyr als auch bei mir. Ich habe da, wie gesagt, versucht, noch möglichst lange der Vayne zu helfen, einfach um den Udyr ein kleines bisschen zu verlangsamen mit meinem Charme und ihm vielleicht auch seine Laufroute ein bisschen zu verändern. Was wollte ich eigentlich sagen? Orb of Deception, genau. Der macht Selbstschaden, wenn wir sterben. Das heißt, wenn wir den Orb of Deception einmal losschmeißen und wir sterben in der Zeit, dann fliegt er trotzdem noch hin und fliegt auch wieder zurück zu meiner Leiche und macht auch trotzdem noch Schaden. Das heißt, wir können selbst, wenn wir tot sind, sogar noch Kills kriegen. Das geht also. Allerdings, was nicht geht, ist, dass wir Sonjas aktivieren. Also wir können nicht den Orb of Deception losschmeißen und uns dann in Sonjas Hourglass setzen. Denn sobald wir die Stasis von Sonjas Hourglass aktivieren, verschwindet der Orb of Deception einfach sofort. Und somit bringt das schon mal nichts. Naja. So. Kommen wir zur E. Hab ich jetzt schon tausendmal angesprochen und tausendmal benutzt. Das ist der Charme. Das ist auch eine Besonderheit von Ahri. Oh, jetzt gucken wir trotzdem mal. Vielleicht kriege ich dann noch irgendwie, die Anivia aufgehalten. Hab leider keinen Charme. Allerdings ohne Probleme kam da der Burst und da habe ich auch total locker die Anivia weggekriegt. Und hab sogar, glaube ich, noch einen Assist sogar am Udyr gekriegt. Und von daher wieder super Ausbeute hier gewesen. Geldtechnisch an den beiden Kills und unsere Fiora legt sich da gerade mit dem Drachen an. Naja, der Charme auf jeden Fall. Ich schmeiß so ein Herz, auch ein Skillshot, also ähnlich wie die Ashe hat's gerochen, dass wir den Dragon machen. Hat da auch ziemlich gut und eigentlich fast zur richtigen Zeit ihren Eisfall geschmissen, allerdings ein kleines bisschen zu spät und hat somit den Dragon nicht abstauben können. Wir haben uns den Dragon geholt, sehr gut. Naja, also wie gesagt, der E ein Skillshot, genauso. Da mache ich sogar richtig viel Schaden am Lee Sin. Das hätte ich selber nicht gedacht, dass ich den da so schnell kaputt mache. Der Blitzcrank kommt hier von hinten, wollte mich grabben, allerdings gerade so außerhalb der Reichweite. Und hier ist einfach viel zu viel Action in diesem Spiel, um irgendwas zu erklären. Naja, auf jeden Fall ein Skillshot Richtung Gegner. Ein Herz, wenn das trifft, macht das ein kleines bisschen Schaden. Nicht zu viel, aber schon ganz gut. Und zwingt den Gegner auf mich zuzulaufen. Naja. Wir machen gleich weiter. Wir gucken nämlich erst hier unten, was hier abgeht. Die Vayne macht hier die Anivia fertig, während der Blitzcrank die Anivia alleine lässt, weil er unbedingt den Kill an der Fiora haben wollte. Wäre er da nicht so greedy gewesen, hätte er vielleicht die Anivia unterstützen können. Jetzt allerdings die Vayne zu lange im Tower gewesen. Somit geht der Kill an den Blitzcrank. Allerdings kommt hier der Jax von hinten und kriegt ja auch noch den Kill. Und ich bin hier weiterhin einfach dreist am Inhibitor und push den einfach weg. Jetzt kommt SDS ein kleines bisschen zu spät. Leider ganz knapp außerhalb der Reichweite meines Orb of Deception gewesen. Und somit haben wir hier unten jetzt sogar ein paar Kills gekriegt. Jetzt kommt hier allerdings der Lee Sin auf unseren Jax. Wenn die da kämpfen, der weiß nicht, dass ich von oben komme. Trifft da vielleicht sogar mein Charme. Da kam der Charme auf jeden Fall getroffen und jetzt alles draufgehauen, was ich hatte. Und dann war der Burst auch groß genug, um da locker den Kill zu kriegen. Ihr seht es auch, ich habe mein Item-Bild kaufe ich mir als erstes meistens gerusht ein Deathfire's Grasp. Und ihr seht, es ist auf Cooldown, das habe ich gerade auch benutzt und das ist auch einer der Gründe, warum da gerade so ein großer Burst rauskommt. Eigentlich im Ahri jetzt nicht so für den endkrassen Burst bekannt, macht zwar schon, klar ist ein AP-Carry, macht abartig Schaden, aber es gibt auf jeden Fall AP-Carries, die besser und in kürzerer Zeit bursten können, aber mit dem Deathfire Grasp geht das auch mit Ahri sehr, sehr gut. Man muss nur darauf achten, dass man das Deathfire Grasp als allererstes benutzt, denn dieses Deathfire Grasp macht einen Debuff auf den Gegner, wodurch er danach 20% mehr Schaden durch Magieschaden erhält. Das heißt, alle unsere Skills, die wir danach auf ihn draufhauen, machen natürlich mehr Schaden. Das heißt, ihr solltet das Deathfire Grasp natürlich benutzen und dann aber als Initiator als allererstes. Auch wenn das jetzt keine so ultra große Reichweite habt, aber mit eurem Spirit Rush könnt ihr natürlich immer in Reichweite kommen. Naja, dieses Charm zwingt auf jeden Fall den Gegner auf Ahri zuzulaufen. Das ist also eine Art Taunt, allerdings greift der Gegner nicht an. Bei einem Taunt wird der Gegner ja dazu gezwungen, den Champion, der den Taunt ausgeführt hat, anzugreifen. Bei einem Charm ist das nicht so. Das heißt, der Gegner läuft einfach nur auf Ahri zu und macht gar nichts. Wenn er Ahri erreicht, bleibt er einfach stehen. So lange, bis sich Ahri bewegt und dann läuft er hier hinterher sozusagen. Er läuft also einfach auf die zu und guckt sie an, so als ob er verliebt ist. Darum ist das hier auch so ein Herzchen.
Wenn allerdings dieser Charm aus außerhalb der Sichtweite des Gegners geschmissen wird, das heißt, wenn ich hier unten, wo jetzt mein Cursor ist, im Jungle stehe und ich schieße meinen Charm hier über die Wand auf den Gegner, der hier ist, und der Gegner sieht mich nicht, dann läuft der Gegner nicht. Oh, jetzt hier wieder auf den Lee Sin alles draufgehauen, was ich hatte, alles an Burst. Ihr seht, der Lee Sin fast kaputt, versucht dann noch wegzukommen, allerdings hat er sogar auch noch Flash benutzt. Ich weiß gar nicht, hat er jetzt sogar seinen Flash auf Cooldown? Gucken wir mal. Tatsache, er hat noch geflasht, ist jetzt sogar auf Cooldown gegangen, hat nichts gebracht. Sehr schön, da noch den Flash rausgeholt. Ihr habt es gesehen, locker mit einer einzigen Combo und ein paar Auto-Attacks den Lee Sin komplett weggeburstet. Also nicht schlecht hier der Schaden. Wie gesagt, wenn der Charm einen Gegner trifft, der Ahri nicht sieht, dann bleibt der Gegner einfach stehen. Er kann dann zwar immer noch nichts machen, weil er ist ja gecharmt, und kann auch keine Skills benutzen, aber er bleibt einfach nur stehen. Das ist einerseits schlecht, weil der Gegner natürlich nicht auf uns zuläuft und somit eventuell sogar in mein Team rein. Andererseits ist es gut, da dadurch nicht die Position von Ahri verraten wird. Na klar, man kann natürlich sehen, von wo das Herz geflogen kommt, aber wenn man da gerade nicht drauf achtet, dann würde es natürlich die Position von Ahri verraten, wo sie gerade ist, wenn der Gegner auf sie zulaufen würde. Naja. Und als letztes haben wir noch dann unseren Elite Spirit Rush, den kann man insgesamt dreimal aktivieren, dabei dasht Ahri einfach zur Cursor-Position hin, das heißt, wir müssen das nicht irgendwie zielen, sondern einfach sie dasht zum Cursor hin und aktiviert danach, sobald sie an der Cursor-Position angekommen ist, auch so eine Art Foxfire. Es ist im Prinzip das gleiche wie Foxfire, was sie dann aktiviert, allerdings noch zusätzlich zum Foxfire, das heißt, sie schießt einfach auch so eine Art an ihrer Endposition drei Raketen los, die dann auch wieder Gegner treffen, sich auf Gegner fest locken, also anvisieren. Leider, da die Ash nicht getroffen mit meinem Charm, und dann halt einfach auf Gegner zufliegen. Dabei gelten die gleichen Regeln wie bei den Foxfire, das heißt, unsichtbare Gegner können nicht anvisiert werden und. Und, oh, jetzt die Ash hier. Ash gegen Ahri. Ich habe da, ja, wieder alles gezündet. Ihr seht, mein Deathfire Grasp auch wieder gezündet. Da kam der Burst zum Glück etwas größer als das DPS der Ashe. Die hat mir da ultra viel Schaden gemacht und sogar noch ihre Ulti ins Gesicht geschossen. Zum Glück die Ulti auf sehr kurze Entfernung, wodurch der Stun nur sehr kurz war und ich wieder rauskam, meinen Spirit Rush aktivieren konnte und somit noch den Kill gerade so gekriegt habe. Ihr seht, ich muss wirklich aufpassen auf die Ashe, denn die macht natürlich viel Schaden. Klar, sie ist ein Carry. Wir sind mittlerweile 27 Minuten im Game. Was hat sie an Items? Sie hat bereits schon Bloodthirster und ein Phantom Dancer. Das heißt, da ist natürlich für einen AP-Carry ja, der muss da wirklich aufpassen. Das ist nicht wirklich optimal für einen AP-Carry. Gerade wenn ich wie gerade von meinem Team getrennt werde. Aber zum Glück konnte ich sie da schnell genug wegbursten mithilfe meines Deathfire Grasps. Naja, auf jeden Fall Spirit Rush dreimal aktivierbar. Das heißt, wir können dreimal durch, dreimal dashen. Allerdings ist zwischen den einzelnen Dashes immer eine Sekunde, glaube ich. Oder ist es eine Sekunde? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, da ist eine Sekunde Cooldown, das heißt, wir können nicht nonstop dreimal dashen, sondern wir dashen einmal, warten kurz eine Sekunde, dashen nochmal, warten eine Sekunde, dashen nochmal. So, und das hier jetzt auch eine Besonderheit zu unserer Passiven, denn an unserer Endposition, wie gesagt, aktivieren wir sozusagen automatisch wieder drei Foxfires. Und da wir natürlich dreimal dashen können und drei Foxfires losschießen, also insgesamt 9 Attacken machen können, können wir auch allein nur mit unserer Ulti, mit diesen drei Dashs, auf diese 9 Stacks von unserer Passiven kommen. Das ist also möglich, indem einfach wir dreimal dashen und jede unserer drei Kugeln, die dann am Ende des Dashs kommt, irgendeinen anderen Gegner anvisiert und wir somit jeweils pro Dash 3 Aufladungen kriegen. Also ihr seht, es ist 9 Aufladungen, damit man einmal Spellvamp hat, hört sich viel an, aber es ist wirklich verdammt wenig. Weil wir, wie gesagt, größtenteils AOE-Attacken haben, fast alle unsere Skills treffen direkt mehrere Gegner. Für jeden Gegner kriegen wir eine Aufladung und somit ist es wirklich kein Problem, hier auf 9 Aufladungen zu kommen. Ich versuche da jetzt noch so gut es geht, dem Udyr zu helfen, indem ich da die Gegner charme. Da fällt mir gerade noch eine Sache ein, die ich gerade nicht erwähnt habe, das werde ich aber noch machen. Trotzdem ist da jetzt leider der Udyr gestorben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich da nicht fangen lasse. Ich dash da noch weg, macht auch richtig viel Schaden. Kriegt da sogar noch den Kill am Lee Sin, dass ich da mehr Schaden mache, als ich denke. Darum gehe ich auch wieder auf die Gegner rein.
hau jetzt wieder alle meine Skills raus, wollte da noch wegdashen. Allerdings hat mich die Ashe dann doch gekillt. Allerdings kam dann unsere Vayne, um mir da zu helfen, und hat den Kill dann sogar an der Ashe gekriegt. Und hat ja jetzt sogar einen Double Kill sogar noch gemacht. Das heißt, wir haben jetzt fast alle Gegner hier ausgelöscht. Die Gegner sind geaced. Die Fiora hat hier oben anscheinend den Kill an der Anivia geholt. Und ja, ich bin leider gestorben, habe allerdings noch verdammt viel Schaden gemacht, wie ihr gesehen habt. Bei meiner Flucht einfach immer wieder den Gegnern meinen Orb of Deception in die Laufrichtung geworfen. Und die, da sie ja hinter mir her wollten, mussten sie im Prinzip genau in der Richtung des Orb of Deception laufen. Wären sie ausgewichen, hätten sie eine kleine Kurve laufen müssen und hätten somit im Weg zu mir verloren. Das heißt, sie wären weiter von mir weg. Sie hatten also nur zwei Möglichkeiten, entweder ausweichen, keinen Schaden kriegen und dafür mich aber wegrennen lassen oder hinter mir herlaufen und dafür aber ultra viel Schaden kriegen. Und da habe ich dann sogar auch noch einen Double Kill geholt. Von daher wäre es in beiden Situationen wirklich schlecht jetzt gewesen für die Gegner. Und eine Sache, die ich jetzt noch zum Charm sagen muss, der Charm, der macht nicht nur Schaden und zwingt die Gegner auf mich zuzulaufen, der verlangsamt die Gegner auch noch. Das wird euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein, das heißt, ein Gegner, der gecharmt ist, läuft auf Ahri zu, allerdings langsamer. Und das Coole ist, dieser Slow, der dann, also dieses Movement Speed, was man dann hat, wenn man gecharmt ist, das ist ein fester Wert. Das heißt, keine Movement Speed Buffs oder Debuffs, die man irgendwie hat, beeinflussen das irgendwie. Das heißt, egal ob der irgendwie Ghost anmacht oder egal ob der geslowed ist oder sonst noch irgendwas, ist es scheißegal. Alles an Debuffs und Buffs, Movement Debuffs und Buffs, werden komplett ignoriert und er läuft mit einem festen Wert an Movement Speed auf Ahri zu. Und das heißt, das zählt nicht so richtig als eigener Slow. Oh, jetzt hier einfach hinter die Anivia. Ich sehe, dass die fast kaputt ist. Kriegt er auch den Kill ohne Probleme. Jetzt alles, was ich habe, an Burst auf den Blitzcrank und habe ihn da sogar fast von 100% weggeburstet und hier den Double Kill geholt. Da wollte ich noch unbedingt an die Anivia ran. Mit dreimal Dashen kommt man dann natürlich super locker hinterher. Ich musste da den Kill holen an der Anivia, denn die war ja fast kaputt. Hab da meine Chance gesehen, Killerinstinkte gezeigt und dann sogar einen Double Kill geholt. Dass ich den Blitzcrank so viel Schaden gemacht habe, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, aber ich sage da natürlich nichts nein. Ihr seht auch, mit dem Orb of Deception kann man super Minion Waves clearen, also auch kein Problem damit an Farm zu kommen. Jetzt versuche ich hier wieder so ein bisschen die Fiora zu unterstützen, indem ich da den Lee Sin charme. Die Fiora geht da nochmal rein, das wäre vielleicht eine scheiß Idee, denn jetzt stehe ich hier nämlich gleich auch alleine vor zwei Gegnern, da werde ich nicht wegkommen. Ich versuche da zwar noch möglichst viel Schaden zu machen, macht da auch noch viel Schaden im Udyr, aber zu zweit haben sie mich dann hier auch gekillt. Das passiert natürlich manchmal, wenn man versucht, seine Teammates zu retten. Normalerweise sollte man abwägen, lohnt es sich, den zu retten? Kriege ich den gerettet? Und wenn nicht, komme ich selber noch weg? Jetzt war die sozusagen der Wurstkoffer, der Worst Case, dass wir beide gestorben sind und keiner von den Gegnern draufgegangen sind. Unser Udyr musste jetzt selber ein bisschen aufpassen, dass er da wegkommt. Da ging der Eispfeil von der Ashe zum Glück daneben. Der Slow vom Lee Sin hatte komischerweise auch nicht getroffen. Den hatte er da zu spät aktiviert. Und der Udyr konnte da mit seinem Bären schneller wegrennen, als der Lee Sin seinen Slow gemacht hat. Aber naja. Ja, und weil dieser Charm von Ahri nicht als richtiger Slow zählt, sondern das wirklich ein festgesetzter Wert ist, den die Gegner dann als Movement Speed kriegen und keins und somit nicht als Slow zählt, ist das auch von so Skills wie zum Beispiel von Master Yi, von seinem Highlander. Da ignoriert er ja alle Slows, aber weil der Charm nicht als Slow zählt, kann der Yi sich auch dadurch nicht mit Highlander befreien. Das heißt, er läuft trotzdem verlangsamt, selbst wenn er Highlander anhat. Das ist ziemlich cool. Und auch zum Beispiel Garen. Garen kann sich ja auch schneller laufend machen und alle Slows im Prinzip umgehen. Und das zählt hier auch nicht. Das heißt, weil das nicht als Slow zählt, können die ihre Skills da nicht einsetzen und sie laufen trotzdem so langsam. Naja, ziemlich coole Sache, wie ich finde. Und jetzt hier geht hier wieder ein Teamfight los. Ich gehe natürlich Fokus da die Anivia, mein Gegner in der Mitte, die ist natürlich der AP-Carry, kann sau viel Burst machen. Wir stehen hier auch gerade wirklich viel zusammen. Ich nutze hier meinen Spirit Rush, um hier möglichst schnell an den Gegner ranzukommen. Hab jetzt alle drei verbraucht, leider nicht in Reichweite, um den Udyr da zu charmen. Trotzdem, vielleicht kommt der, ja, die wird da nicht hinterherkommen. Jetzt hier die Ashe, wenn ich, da leider ist er da meinem Orb of Perception ausgewichen. Da muss ich da ein bisschen aufpassen, dass sie sich mich dann nicht mit ihren Autotex holt. Denn wenn ich meine Skills daneben setze, dann hat die Ashe natürlich auf jeden Fall ihre Chance, da locker den Kill an mir zu kriegen. Und das dürfte es jetzt auch gewesen sein. Ich mach mal die Stats an, ihr seht's. Ich gehe letztendlich
mit. Oh, der UD versucht uns dann noch vom Nexus wegzulocken, aber auf so einen Taktiken falle ich schon lange nicht mehr rein. Ich gehe trotzdem einfach auf den Nexus und ich gehe letztendlich mit 14 zu 4. Das ist ganz in Ordnung. Mit den meisten Kills vom Server aus dem Spiel. Gut, farmtechnisch war ich zwar auch auf Platz 2. Das ist jetzt hier für 34 Minuten ist 187 Farm nicht übertrieben gut, aber wie gesagt, ich konzentriere mich meistens auf Champion Last Hits und nicht so sehr auf normale Last Hits. Und trotzdem war ich ja im Schnitt gesehen trotzdem auf Platz 2 hinter der Vayne, die natürlich die meisten Last Hits haben sollte. Naja, ich gucke gerade mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich sonst noch irgendwas Gutes habe. Ach genau, mit dem Spirit Rush kann man auch durch die meisten Wände durch. Das heißt, man kann auch ein bisschen abkürzen. Natürlich nicht durch total dicke Wände, aber im Jungle meistens oder hier über so dünne Wände kann man mit dem Spirit Rush drüber rushen. Das heißt, man kann auch ein bisschen abkürzen. Konnte ich jetzt in diesem Kampf hier nicht wirklich ausnutzen. Meistens, da ich Ahri nicht so viel spiele und ich nicht genau weiß, welche Wände gehen jetzt, welche Wände gehen nicht und ich Angst habe, dass ich einen Spirit Rush total waste, also daneben haue, indem ich aus Versehen voll gegen eine Wand dashe ich dann meistens um die Wände rum. Das ist eine sichere Sache. Man kommt trotzdem an den Gegner ran, weil man halt durch drei Dashes viel, viel schneller ist als der Gegner. Das heißt, man kommt so oder so an den ran, selbst wenn man irgendwelche Hindernisse umgeht. Darum mache ich das meistens so. Und sonst sonst habe ich eigentlich gar nichts mehr. Mein schlauer Zettel ist abgearbeitet hier. Ich schreibe mir natürlich immer alle tollen Sachen, die ich euch so sagen will, hier auf den Zettel drauf. Naja, wir gucken uns mal ganz kurz das Itembild noch an. Im Prinzip, ich habe es euch gesagt, Deathfire Grasp als erstes und dann ganz standardmäßig Rabadons Todeshaube, früher oder später auch vielleicht auch mal einen leeren Stab, einen Voidstaff. Und hier natürlich ein Sonjas Hourglass, hauptsächlich wegen der Ashe, denn ihr habt es gesehen, die Ashe hat mir ultra viel Schaden reingekloppt und dadurch durch das Hourglass natürlich ein bisschen mehr Rüstung zu haben und zur Not eine Stasis, falls ich meine Skillshots alle daneben hau, somit alles auf Cooldown hat und die Ashe mich auto-attacken kann, dass ich mich dann noch in Stasis setzen kann. Und sonst wäre ich jetzt hier in dem Fall auch ein bisschen tanky gegangen mit einem Relize Kristallzepter, da ich gesehen habe, dass die Gegner hier kaum auf Magic Resist gehen. Ihr seht's, die hier unten, der Lee Sin hat fast nur Rüstung gekauft, der Jax auch hier hauptsächlich mit Rüstung gut, im Runic Bulwark ist ein bisschen Magic Resist drin, im Athens Unholy Grail, aber trotzdem sind jetzt nicht so extrem auf Magic Resist gegangen. Hier der Udi auch mit Frozen Heart, eigentlich alles nur Armor-Items, warum auch immer, und somit brauchte ich jetzt nicht unbedingt den leeren Stab, sonst hätte ich mir den vielleicht früher geholt. Jetzt lieber ein Relize Kristallzepter, damit ich auch länger überlebe, gerade bei so Champions mit vielen Lebenspunkten wie Udi und Lee Sin, denn wir haben es ja gesehen, die konnten mich zu zweit kaputt machen. Naja, also im Prinzip nichts Außergewöhnliches an Itembild jetzt hier. Meine Runen und Meisterschaften vielleicht ein kleines bisschen außergewöhnlich, zumindest mit den Hybrid-Penetration, roten Runen mit den Hybrid-Penetration-Marks, aber auch nur für das Early Game, damit das Last Hit ein bisschen leichter ist und wir auch ein bisschen im Auto-Attack-Poke haben. Wir haben es an einer Stelle ganz extrem an der Anivia gesehen, wie ich sie fast mit Auto-Attacks getötet habe. Darum sind das ziemlich coole Runen, die ich zufällig letztens in irgendeinem Guide gefunden habe und die mal ausprobieren wollte. Aber sonst, wie gesagt, nichts Außergewöhnliches. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich hoffe, damit ihr aufstoßen, Ahri hat euch gefallen. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall erstmal mit diesen Worten und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Leute.